Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es um Lotmax, einen 3D-Drucker der Extraklasse. Was der alles drauf hat, werdet ihr gleich erfahren. Es geht heute um die aktuelle Shark Version 3. Und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ja, Lotmax hat hier wieder ein völlig neu überarbeitetes Gerät auf den Markt geschossen. Einen Bicolor-Drucker, das seht ihr oben dran. Wir haben hier zwei Filamentrollen, die da drauf kommen. Wir haben dabei jedoch nur ein Hotend verbaut. Das heißt, die beiden Extruder arbeiten so, dass dann immer eine Seite zurückgezogen wird oder eine Farbe zurückgezogen wird. Die nächste Farbe wird bereitgestellt und so könnt ihr dann Bicolor, also zweifarbig sogar drucken. Damit noch nicht genug. Es ist ein Kombigerät und das Gerät kann nicht nur 3D-Drucken, sondern es kann auch Lasergravur. Ja, ihr habt richtig gehört, ein kleines Lasermodul ist hier mit drin. Dann könnt ihr den Drucker jeweils umrüsten und ihr könnt dann sogar eine Lasergravur, beschränkt natürlich auf die Größe der Druckfläche unten, dann auch durchführen. Ja, von der Druckgröße könnt ihr hier 235 x 235 x 265 mm realisieren. Die Düsentemperatur ist bis 260 Grad einstellbar. Die Lasergröße ist wie gesagt auf 250 x 250 mm beschränkt. Die Druckauflösung liegt bei 0,1 bis 0,4 mm plus minus 0,1 mm. Wir haben eine ganz tolle Bauplatte mit dabei, die ist nämlich aus Glas, werden wir uns gleich mal angucken. Und der Drucker verfügt sogar über eine 9-Punkt-Autonivellierung. Viel mehr kann man in so ein Gerät heutzutage gar nicht mehr reinpacken. Ich würde sagen, wir packen es mal aus und gucken es uns da etwas genauer an. Ja, so sieht das ganze Set dann ausgepackt aus. Er kommt größtenteils vormontiert zu euch. Das heißt, ihr müsst ja nicht irgendwie noch irgendwelche Riemen spannen oder sonst was, wie das sonst teilweise der Fall ist. Lediglich den Turm, also die Z-Achse, einmal auf die Basis setzen, von unten verschrauben. Und grundsätzlich seid ihr dann schon einsatzbereit. Dieses kleine Touch-Display müsst ihr dann natürlich auch noch anschließen. Das wird hier einmal über dieses mitgelieferte Kabel gemacht. Vorne kommt noch so eine kleine Ablagefläche mit rein. Ihr seht, wir haben zweimal Filament gleich mit dabei. Filament verlinke ich euch alles auch unten neben der Maschine natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann für die Maschine auch den tagesaktuellen Preis abrufen und ich denke mal, dieser Preis ist mehr als fair für das, was ihr hier dann bekommt. Wir werden den natürlich auch gleich mal ausprobieren. Wir haben hier ein Toolkit mit dabei, alles Mögliche, um den Drucker dann zusammenzuschrauben. Ein paar Ersatzteile sind mit dabei. Wir haben hier eine ausführliche Bedienungsanleitung mit dabei, die natürlich hier euch dann verrät, was ihr alles dann machen müsst und wie ihr das Ganze einzustellen habt, wie ihr das Ganze nivellieren müsst etc. Und auch so ein paar kleine Startpunkte für die Software. Ihr solltet dann natürlich Hura verwenden, das ist ein kostenloses Programm, welches ihr für den Drucker verwenden könnt, um dann die Modelle zu slicen. Es gibt verschiedene Modelldatenbanken, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch fertige Modelle schon mal als Demo runterladen und die dann natürlich dann hier einmal ausprobieren. Ich denke mal, da wird auch eine SD-Karte oder ein USB-Stick mit dabei sein, werden wir gleich mal gucken und da werden einige Modelle schon drauf sein. Was zum Lasern ist auch mit dabei, eine Holzplatte, hier ist das Lasermodul einmal mit drin, das sieht so aus. Das Lasermodul verfügt über 1,6 Watt oder was hat das nur, also ist natürlich nicht mit einem normalen Lasergravierer, Desktopgravierer vergleichbar, aber um irgendwie ein bisschen was aus Holz zu bringen, um irgendwie mal was zu gravieren, ein kleines Schächtelchen oder irgendwas oder eben so ein Holzstück, reicht das auf jeden Fall aus, werden wir dann auch auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir hier das Dual Printing Kit noch mit dabei. Da ist ein zweiter Extruder mit dabei und eine zweite Rolle oder ein zweiter Rollenhalter für Filament. Hier ist noch so ein Silikon, hier ist noch so ein Teflon-Schlauch mit dabei, wo ihr dann das Filament durchführt. Und das Ganze wird dann am Drucker eben mit angebaut. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr sagt, nee, mit einer Farbe reicht mir hin und Laser brauche ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den Drucker auch ohne zu bestellen gibt. Wenn, dann findet ihr das alles unten in der Videobeschreibung. Ansonsten macht das natürlich Sinn, weil ihr wisst, wie es ist. Es kommt eins zum anderen. Hier könnt ihr schon mal ausprobieren, ob auch Lasern etwas für euch ist. Ich habe auch einige Laservideos gemacht. Schaut euch einfach mal die Playlist Lasergravur bei mir auf dem Kanal an. Da findet ihr dann noch einiges Interessantes zum Thema Lasern. Ich werde den jetzt mal fertig aufbauen und dann gucken wir mal, wie er druckt.
Ja, so sieht das Gerät dann fertig aufgebaut. Ist also wirklich einfach. Ihr macht hier vorne einfach nur den Monitor dran. Ist alles wirklich haarklein beschrieben. Diese Spangen halten dann die Platte oder eben auch das Lasergut. Müsst ihr dann die Glasplatte abmachen. Aber schaut euch mal an, welche Qualität hier das Gerät zutage fördert. Hier ist ein ganz toller Limit-Switch mit dran. Ich weiß noch nicht, wie der funktioniert, ob der über Infrarot funktioniert oder über Magnet. Weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall kein bewegliches Teil mehr dran, sondern hier oben fährt so ein kleiner, wird wahrscheinlich dann magnetisch sein. Hier oben fährt dann so ein Stück Metall rein und dann wird er sehen, dass hier das Limit erreicht ist. An den Seiten ist ansonsten hier ein ganz normaler Limit-Switch mit dran für die X-Achse, aber die Z-Achse eben hier ganz besonders aufgehängt. Ansonsten kommt hier oben dann der zweite Extruder dran und die beiden Halterungen für das Filament. Und dann seid ihr auch schon einsatzbereit. Dann starten wir die Maschine einmal. Hier angeschlossen habe ich schon. Hier ist übrigens das Lasermodul. Grundsätzlich, wenn die Maschine hochfährt, haben wir hier erstmal schon tolles blaues Licht. Und hier der Monitor startet jetzt auch recht schnell. Ihr habt verschiedene Sprachmöglichkeiten. Deutsch ist natürlich auch mit dabei. Wenn ihr dieses Lasermodul dann dran baut, dann wird dieser Kopf hier einmal abgeschraubt. Und zwar geht das über diese beiden Schrauben. Und da ihr ja jetzt nicht den ganzen Kabelbaum und alles dann hier lösen könnt, wird das dann hier oben mit diesen beiden Schrauben an den Rahmen befestigt, so dass das Modul nicht irgendwie runterfällt oder auf die Düse hier drauf fällt. Die sieht übrigens dann so aus. Das gleiche könntet ihr theoretisch mit diesem Modul auch machen. Dann müsstet ihr das allerdings so herum ranschrauben, denn wenn ihr das so rum ranschraubt, dann fährt natürlich die Z-Achse da jedes Mal dagegen, wenn ihr ein bisschen größere Modelle baut. Also achtet darauf, nicht das irgendwie so festzumachen. Das soll wohl ein gängiger Fehler sein, hat mir der Hersteller gesagt. Also wenn ihr das drauf schraubt, schraubt das so rum drauf. Aber grundsätzlich passen diese Schrauben hier auch gar nicht auseinander. Ihr müsstet dann mit einer Schraube festmachen. Aber wenn ihr das alles beisammen haben wollt, dann kann man das natürlich machen. Ja, ansonsten Drucker bewegt sich hier hervorragend. Ihr solltet nochmal die Riemenspannung kontrollieren. Das kann man hier vorne über diese Inbusschrauben nochmal erledigen. Das gleiche hier für die X-Achse kann man auch nochmal überprüfen. Und vor allen Dingen, ob da hier irgendetwas wackelt. Ansonsten müsst ihr dann hier hinten an diesen Rädchen, da befindet sich hier hinter eine kleine Exzenterschraube und die könnt ihr mit dem beiliegenden Mausschlüssel dann bewegen, sodass hier wirklich alles ganz knapp am Rahmen anliegt und hier dann nichts mehr wackelt. Ihr solltet auch mal schauen, dass die X-Achse dann hier wirklich gerade drauf hängt. Also notfalls mal eine Wasserwaage drüber legen, dann setzt natürlich voraus, dass euer Boden, eure Bodenplatte dann auch gerade ist. Also wenn ihr das dann alles ausnivelliert habt, dann bekommt ihr auf jeden Fall noch bessere Druckergebnisse. Ja, mit dabei ist natürlich auch eine Laserschutzbrille. Ich kann euch auch noch mal ein bisschen bessere verlinken, wenn ihr da der Sache nicht traut. Und ihr solltet auf jeden Fall diese Schutzbrille immer verwenden, wenn ihr lasert. USB-Kabel ist mit dabei, ein Spachtel ist mit dabei. Dann haben wir einen Seitenschneider mit dabei, so einen kleinen Elektronikschneider. Dann hier, wie gesagt, der Maulschlüssel, einiges an. Innensechskantschlüsseln ist dabei. Ein paar Ersatzteile sind hier noch mit dabei. Hier steht sogar drauf, dann Spare Part. Düsen sind hier noch mit drauf. So ein Thermomodul ist hier noch mit dabei. Ein Limit-Switch ist hier noch mit drin. Und was zum Saubermachen auch noch. Hier ist auch noch mal was zum Saubermachen mit dabei. Also einiges, was der Hersteller gleich mitliefert, damit ihr, wenn irgendwas sein sollte, kann ja mal sein, dass hier irgendwas abgerissen ist vom Transport oder sowas. Deswegen machen die das, dass ihr dann nicht irgendwo 2 Wochen drauf warten müsst auf so ein Limit-Switch und dann nicht loslegen könntet. Des Weiteren ist ein USB-Stick in der Lieferung mit dabei. Das ist nun aber ein Cardreader. Hier ist eine Micro-SD-Karte mit dabei und die könnt ihr dann hier mit reinschieben. Die wird hier vorne reingeschoben und ansonsten könnt ihr den Drucker hier vorne auch per USB koppeln. Wenn ihr irgendwie Probleme mit dem Aufbau haben solltet, was ich nicht vermute, weil eigentlich sind das nur 6 Schrauben, die ihr hier festmachen müsst und das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Dann könnt ihr hier diesen QR-Code scannen und dann könnt ihr hier bei LOTMAX nochmal nachschauen nach ein paar Videos. Die sind also auch ganz flott unterwegs und zeigen euch dann, wie das Ganze funktioniert. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal Filament einlegen. So, einlegen funktioniert eigentlich ganz einfach. Rolle oben drauf und dann hier in diesen Extruder das Ganze einführen. Einmal durch den Filamentsensor durchführen, dann hier in diese Loch rein und dann geht das hier hinten raus über den Teflon-Tube. Ihr könnt dann hier
Einmal das Ganze bewegen, das heißt dieses Rädchen hier so ein bisschen wegklappen. Das geht jetzt ein bisschen schlecht mit einer Hand. Und dann könnt ihr hier das Filament einführen, sodass das bis vorne ins Hotend reingedrungen ist. Und dann könnt ihr das gleiche mit dem zweiten, mit der zweiten Farbe auch machen. Sollte logisch sein, bloß das muss dann hier auf die andere Seite gebracht werden. Und wie ich schon gesagt habe, wird das dann, wenn es zweifarbig gedruckt werden soll, ein zweifarbiges Modell, wird er immer eine Farbe dann etwas zurückziehen. Das geht dann so, weiß ich, 5 cm oder was, je nachdem, was man einstellt, dann zieht er das zurück, dann führt er die neue Farbe dann zu und dann wird er hier noch einen zweiten Tower, das nennt man dann Filament Tower, bauen, wo er dann das alte Filament abstreift, denn es ist natürlich immer noch Filament in der Düse dann enthalten und dann wundert euch nicht, dass hier oder irgendwo auf der Plattform dann eben noch so ein kleiner Turm entsteht mit altem Filament, das muss man dann halt entsorgen, aber das sieht schlimmer aus, als es ist. Hier über das Touch-Display könnt ihr das Ganze dann natürlich auch beladen. Ihr könnt das Ganze auch abnehmen, sodass ihr das bequem in der Hand halten könnt. Und wenn ich jetzt hier, jetzt habe ich das schon gedrückt, einfach auf Kontrolle gehen und dann auf Ausdrücken, ist vielleicht ein bisschen komisch beschrieben, aber hier habt ihr dann den Zugriff auf beide Extruder. Ihr könnt dann hier jeweils anwählen, welchen Extruder ihr beladen wollt oder von welcher Seite ihr welches Filament dann zuführen wollt. Und ihr seht, er heizt jetzt hier oben einmal schon mal auf 200 Grad vor. Und dann gehe ich hier auf Beladen und dann wird vorne etwas aus der Düse herausgepresst. Das ist auf jeden Fall immer der erste Schritt. Also ihr könnt nicht gleich loslegen und dann zweifarbig drucken. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen den dann auch gleich noch einmal nivellieren. So, und dann seht ihr, kommt hier die Wurst einmal raus, je nachdem wie oft ihr gedrückt habt. Und der Hersteller selber hat hier mit Lila vorher einmal gedruckt. So, um nun die erste manuelle Nivellierung hier durchzuführen, müsst ihr hier unten das Bett entsprechend anheben oder absenken über diese Schraubräder. Das sind 4 Stück, 2 hinten, 2 vorne. Und ihr könnt im Menü dann über Kontrolle auf Nivellierung einmal draufdrücken. Das machen wir einmal. Und dann könnt ihr hier gucken, welchen Punkt der Platte ihr anfahren wollt. Das machen wir jetzt mal mit in dem ersten Punkt. So, und dann fährt hier unser Kopf an die erste Platte und ihr solltet dann ein DIN A4 Blatt unterlegen und dann das machen, was ich euch jetzt gleich erzähle. Und zwar ist es beim Nivellieren wichtig, wie ihr das hier in der Bedienungsanleitung seht, dass hier wirklich eine Wurst rauskommt, die A unten am Bett haftet und B nicht durch die Düse dann platt gedrückt wird, so wie ihr das in den anderen Darstellungen hier einmal seht. Das heißt, wir legen jetzt zwischen Düse und Bett einmal so ein DIN A4 Blatt. Das ist eigentlich super. Und dann drehen wir hier so lange, bis wir hier ganz wenig Widerstand spüren. Das ist schon ein bisschen zu viel. Hört mal. Hört man das? Wenn ich jetzt hier weiter runter drehe, ganz minimalsten Widerstand sollte man eben spüren, sodass ihr oben die Düse und unten das Hotbed dann spürt. Und dann fahrt ihr den nächsten Punkt an und das Ganze solltet ihr 2-3 Mal wiederholen. Und was auch wichtig ist, bevor ihr das Nivellieren anklickt, solltet ihr auf Preheat einmal klicken. Das ist auch im Menü, das ist 2 Punkte weiter oben. Und ihr solltet die Platte einmal so auf 60 Grad vorheizen und die Düse auf etwa 200 Grad. Denn bekanntlich dehnt sich ja Material bei Temperatur etwas aus. Und dann habt ihr natürlich andere Abstände im heißen Zustand als im kalten. Also bevor ihr nivelliert und bevor ihr das zweite Mal nivelliert, einmal auf Preheat drücken. Dann solltet ihr auf jeden Fall keine Probleme haben mit der Nivellierung. So, danach solltet ihr dann das Auto-Leveling einmal wieder einstellen. Das geht hier bei Einstellung Auto-Nivellierung on. Das haben wir jetzt einmal gemacht und dann gehen wir hier auf Kontrolle, Autonivellierung und starte automatische Nivellierung und dann fährt er 9 Punkte nacheinander nochmal an und nivelliert dann nochmal nach. Und ihr habt dann nochmal die Möglichkeit in Baby Steps, so nennt man das dann, im Zehntel Millimeter oder im Hundertstel Millimeter Bereich das Ganze dann nochmal etwas zu verfeinern, sodass ihr euch wirklich jedem Filament dann auch anpassen könnt. Nachteil ist natürlich bei so einem Gerät, wenn ihr zwischendurch das Ganze auf Laser umrüstet und dann den Kopf hier abnimmt und wieder dran baut und das immer hin und her machen würdet, sage ich mal, da müsst ihr natürlich jedes Mal diesen Nivellierungsschritt, einmal den manuellen und einmal den automatischen, dann jedes Mal wieder von vorne durchlaufen. Und dann muss man eben selber sehen, ob das natürlich praktikabel ist oder ob es dann vielleicht besser ist, 2 Geräte zu kaufen. Ich denke mal grundsätzlich, im zweifarbigen Bereich sind die Drucker alle in dieser Preisklasse und dieses Lasermodul, das kriegt ihr hier quasi noch gratis mit on top, dass ihr eben hier noch ein paar mehr Möglichkeiten habt. Also ihr habt es mit dabei, ob ihr es nutzt oder nicht, ist dann erstmal eure Sache.
Ja, und dann wird Zeit, den ersten Druck zu starten. TF-Karte habe ich jetzt reingesteckt. Dann habt ihr hier einiges mit drauf. Ihr seht, hier ist auch die Software noch mit drauf. Die könnt ihr dann auf dem PC noch installieren. Aber wir wollen jetzt ja hier einmal in den Modelbereich reingehen. Monochrom, wir haben hier nur eins eingespannt. Nehmen wir hier mal das Krokodil. Und wir sagen ihm, er soll Extruder 1 nehmen. Und schon fängt er hier an vorzuheizen. Und dann geht es auch gleich los mit dem Druck. So, von Zeit zu Zeit solltet ihr auf jeden Fall das Druckbett dann auch nochmal säubern. Ich mache es nach jedem Druck. Dafür nimmt man Isopropanol-Spray und dann weiches Mikrofasertuch oder ähnliches, wischt das dann ab. Denn wenn ihr dann natürlich mit dem Fingern irgendwie draufkommt oder was, dann ist es immer so, da haftet das dann nicht so gut. Und Probleme mit der Haftung sind natürlich beim 3D-Druck nicht gut. Und ihr seht, er führt jetzt jedes Mal den Autonivellierungsprozess einmal durch. Dabei verliert er hier tatsächlich schon noch so ein bisschen Filament. Müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Notfalls hier, wie gesagt, nochmal kurz drüber wischen. Aber hier vorne hätte er jetzt sowieso nichts gedruckt. Und wenn er den Autonivellierungsprozess dann abgeschlossen hat, dann wird er mit dem Druck beginnen. So, und in dem Kontrollmonitor seht ihr dann auch alle möglichen Daten, wo die Z-Achse sich gerade aufhält, wie warm das Bett ist, wie warm die Düse ist, wie viel Prozent von dem Modell schon fertiggestellt sind. Ihr könnt dann hier nochmal nachregulieren, wenn ihr sagt, oh Mensch, das sieht mir ein bisschen nicht so gut aus, wir müssen die Z-Achse noch ein bisschen anheben oder absenken oder an der Temperatur etwas stellen oder an der Geschwindigkeit, dann könnt ihr das alles hier über diesen Kontrollbutton machen. Ihr könnt natürlich auch kurz anhalten oder auf Pause drücken, das funktioniert natürlich auch. Wir haben eine Resume-Print-Funktion und ihr seht, hier funktioniert das Ganze jetzt nicht. Das haftet nämlich nicht. Jetzt müssen wir den Druck nochmal starten. So, und ihr seht, im zweiten Versuch geht das hier hervorragend. Das ist also kein Problem. Ich hätte den Drucker einmal reinigen sollen nach dem Zusammenbau. Empfiehlt sich auf jeden Fall, denn dann stimmt das Ganze auch mit der Haftung, wie ihr seht. Hier ist übrigens die sogenannte Purge Line. Das macht er einmal, um zu gucken, ob mit dem Filament alles in Ordnung ist und eventuell noch alte Filamentreste wegzudrücken. Das ist also völlig normal. Und dann geht er hier über und druckt das Modell. Jetzt müssen wir erstmal abwarten und ich zeige euch inzwischen, wie das mit der Software funktioniert. So, auf der Speicherkarte ist ein Programm drauf, das nennt sich Cura, beziehungsweise in diesem Fall LotMax, weil LotMax hat das für sich bereitgestellt, weil es ja kostenlose Software ist. Ihr könnt normales Cura verwenden, ihr könnt das auch von der Homepage von LotMax direkt runterladen. Vorteil ist, wenn ihr die herstellerbasierte Version nehmt, da sind alle Drucker dann schon hinterlegt, wie wir jetzt hier sehen können. Und dann gehen wir hier mal in den LotMax und nehmen dann den SC10 Shark. Das ist nämlich das Modell. Ja, mehr müsst ihr nicht machen. Dann ist hier die Oberfläche für den Drucker schon geschaffen. Ihr könnt hier noch eine Menge an Einstellungen dann machen. Ihr könnt das sogar hier noch etwas genauer dann alles festlegen, was dann die Temperaturen betrifft, was den Vortrieb betrifft, welche Farben welcher Extruder haben soll. Hier Dual-Extrusion steht hier auch mit dabei. Und was dann alles an Stützelementen mit eingebracht werden kann und. Also wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Ich habe jetzt hier allerdings mir schon mal ein Modell bereitgelegt. Wie gesagt, man kann Modelle auch sich fertig runterladen. Das ist so ein kleiner Geist, den kann man dann natürlich auch noch skalieren, indem ihr den einmal anklickt. Ihr wollt den dann in der doppelten Größe haben, dann sieht das Ganze so aus. Dann stellt ihr hier, wie gesagt, noch die Feineinstellung an. Dafür reicht dieses Video hier nicht aus, um euch das alles dann nochmal zu erklären. Da müsst ihr euch so ein bisschen reinfuchsen, vielleicht noch ein, zwei andere Videos dazu gucken, wenn ihr mit Cura umgehen möchtet. Aber grundsätzlich wäre es das jetzt schon. Dann geht ihr unten einmal auf den Slice-Button, der blaue. Dann könnt ihr das auf der Speicherkarte abspeichern oder per USB an den Drucker übertragen. Und dann könnt ihr diesen Geist auch ausdrucken. Das werde ich dann auch mal machen und ich werde das Ganze dann auch in Glow-in-the-Dark-Filament ausdrucken. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, der Drucker ist unterdessen fertig. Schaut euch das hier mal an. Mal gucken, ob die Kamera das hier mitmacht. Wie sauber das tatsächlich geworden ist. Ja, so ein paar kleine Macken hat. Das kann alles am Filament liegen. Ihr werdet, wie gesagt, out of the box nicht gleich solche hundertprozentigen Ergebnisse bekommen. Ihr müsst immer ein bisschen mit der Gradzahl hin und her spielen. Dann kann sowas natürlich hier auch noch vermieden werden. Aber grundsätzlich ist das jetzt von jetzt auf gleich einfach Filament einlegen, nivellieren und ausdrucken schon ein wirklich hervorragendes Ergebnis.
Ja, wenn ihr das jetzt abkühlen lasst, dann könnt ihr das in der Regel ganz einfach hier entnehmen. Ansonsten habt ihr noch einen Spachtel gleich mit dabei. Ein bisschen vorsichtig sein, denn das Glas ist natürlich auch ein bisschen empfindlich. Und je mehr Kratzer da reinkommen, desto schlechter ist das natürlich wieder für die Haftung. Wir probieren jetzt mal ein zweifarbiges Modell aus. Ja, dafür habe ich hier nochmal eine rote Spule mit in den zweiten Extruder reingelegt. Und ansonsten, es sind ja zweifarbige Modelle auch drauf auf der Speicherkarte und davon probieren wir jetzt mal eins aus. So, schaut mal, unser zweifarbiger Druck, der fängt jetzt hier langsam an. Ich habe mir hier so einen Traffic Cone ausgedruckt oder mal gucken, was das wird. Das wird irgendwie so ein Verkehrshütchen werden irgendwie. Da seht ihr schon, dass er hier mit zwei Farben druckt und wie gesagt, er zieht dann hier die Farben einzeln rein. Ihr seht hier, das Rot ist jetzt ein bisschen nach außen gefahren, also nach oben gefahren. Und Gelb wird jetzt gerade verwendet. Und wenn er dann die Farben wechselt, dann sieht man, wie das Rote dann in den Schlauch runtertaucht, über den Extruder gefördert wird. Und das Gelbe dann so zurückgezogen wird, wie es jetzt beim Roten der Fall ist. Das wäre dann jetzt hier der Fall. Er hat jetzt Gelb nach außen gezogen und Rot in das Hotend eingeführt. Und jetzt drückt er hier unten mit Rot weiter. Jetzt wechselt er wieder, wie es aussieht. Jawohl, da sieht man es. Rot raus und Gelb rein. Und jetzt drückt er mit Gelb weiter. So, und da ist unser erster zweifarbiger Druck. Der sieht dann so aus. Auf dieser Seite hat er dann immer ineinander gegriffen. Also er hat hier jetzt nicht extra noch ein Filament-Tower aufgebaut. Deswegen sieht das von dieser Seite noch so ein bisschen komisch aus, aber von der Seite ist das wirklich astrein geworden. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Zweifarbig drucken ist natürlich wieder eine tolle Herausforderung, wenn ihr jetzt schon einfarbig unterwegs seid und sagt, eigentlich wäre es ja super, wenn ich da auch mal mehrere Farben mit reinbringen könnte. Den größten Drucker, den ich jetzt bisher gesehen habe, ist ein vierfarbiger Drucker. Wird es demnächst hier auch auf dem Kanal zu sehen geben, aber zweifarbig, denke ich mal, ist auch schon mal erstmal was. Die vierfarbigen sind eigentlich momentan noch nicht so attraktiv vom Preis her, dass man da sagen könnte, ja, das braucht man unbedingt zu Hause, aber zweifarbig, wie gesagt, mit diesem Gerät schon recht gut möglich. Jetzt werde ich hier einmal das Hotend abschrauben über diese beiden Schrauben, werde das Lasermodul draufsetzen, die Glasplatte entnehmen und ein Holzstück fixieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So umgerüstet sieht das Ganze dann so aus. Ihr solltet das hier vorne auch dann wieder und hinten natürlich auch mit Spangen festmachen. Je nachdem, was ihr drauf verwendet. Ihr könnt natürlich auch kleinere Dinge da drauf bringen. Die solltet ihr dann mit doppelseitigem Klebeband oder ähnlichem festkleben. Ihr habt ja hier auch die Möglichkeit, die Z-Achse in eine gewisse Höhe zu fahren. Der Laser wird dann hier, wo vorher das Hotend drauf war, drauf montiert. Und das Hotend habe ich dann, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, hier oben dann befestigt. Das ist dafür so vorgesehen, damit eben die Kabel hier nicht demontiert werden müssen etc. Das Kabel vom Laser wird dann hinten hier, wo die ganze Extrudereinheit und der Schrittmotor sind, einmal drauf gesteckt. Dort passt es nur an einer einzigen Stelle, also kann man gar nichts verkehrt machen. Und so wie ihr den Drucker jetzt einschaltet, wird der Drucker wissen, dass ihr ein Lasermodul installiert habt und in den Lasermodus übergehen. Werden wir mal schauen hier. Und ihr seht, da steht schon Laser Carving drauf und grundsätzlich bedient er jetzt das genauso wie beim 3D-Druck eben auch. Ihr könnt hier die Kontrolle einmal übernehmen. Da könnt ihr dann die Fokussierung durchführen. Das heißt hier die Z-Achse absenken und ein paar Einstellungen vornehmen, sodass der Laser dann fokussiert ist. Hierzu müsst ihr den Laser dann ein paar Mal ein- und ausschalten und dann entsprechend in der Höhe vielleicht etwas verstellen, sodass der Laserpunkt möglichst scharf ist. Schaut euch das mal an, der lasert jetzt quasi schon. Und ansonsten, wenn ihr dann den richtigen Punkt gefunden habt, drückt ihr hier auf Speichern und dann wird die Position für den Laser auch festgelegt. Ja, und dann geht er hier im Menü einfach auf Drucken, wie das beim 3D-Druck eben auch so ist. Wählt euch ein Modell aus. In dem Fall habe ich jetzt hier das Logo einmal gewählt und dann fängt der Laser schon an, dieses Logo hier zu produzieren. Ja, und während des Laserns solltet ihr natürlich immer aufpassen, immer eine Schutzbrille tragen, wenn ihr da reinguckt. Das kann wirklich zur Erblindung führen, auch wenn der Laser hier nicht wirklich sehr stark ist. Ihr hört oder ihr seht, wie schnell der ist und wie leise dabei. Die Geräusche kommen jetzt hier von meiner Absaugung, denn das ist der zweite Punkt. Natürlich entstehen hierbei Rauchgase und ihr solltet diese Rauchgase nach Möglichkeit nicht einatmen. Deswegen baut euch vielleicht so eine Absaugung. Guckt mal in meine Playlist für Lasergravur. Da zeige ich auch, wie ich diese Absaugung baue und was es sonst noch so für Lösungen gibt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall dann nicht entgehen lassen. Und ansonsten geht einfach nach draußen mit dem Gerät, wenn ihr lasern wollt, oder stellt das vors Fenster.
so dass dann die Rauchgase hier eben auch nach draußen gelangen. Und ihr seht, wir haben hier schon einen tollen Fortschritt. Ich lasse den jetzt einmal durchlaufen und dann melde ich mich gleich wieder. So, so seht ihr auch gleich, was aus dem Geist geworden ist, den ich mit dem Drucker gedruckt habe. Da könnt ihr dann unten noch so ein kleines Teelicht reinstellen und dann ist das super gleich eine Idee für Halloween, wie ich denke. Er lasert jetzt noch, aber ich denke mal, man kann hier schon erkennen, was hier für ein tolles Ergebnis auch dabei rauskommt. Und wenn wir uns die ganzen anderen Ergebnisse angucken, was hier so mit dem Drucker alles so möglich ist, eben dieser B-Color-Druck, der ist wirklich verblüffend und auch so, wie toll hier die ganzen Oberflächen strukturiert sind und wie sauber die Ergebnisse sind und was da für eine tolle Druckplatte dabei ist und was der Drucker einfach für Möglichkeiten hat, das ist wirklich grandios. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Drucker hier denkt, ob das auch was für euch wäre. Und weil er ja auch diese Lasermöglichkeiten hat, bin ich da sehr interessiert an eurer Meinung, ob ihr das nutzen würdet oder ob ihr sagt, nee, hier zweifarbiger Druck, das würde mir auf jeden Fall schon mal hinreichen oder einfarbiger Druck reicht mir auch hin. Schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.